Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft World. Und ja, wir sind jetzt hier in unserer Hood und ja, hier haben wir noch die Setzlinge. Dann müssen wir vielleicht ein, zwei Werkzeuge bauen und vor allem die Erde hier nehme ich mal mit, die werden wir brauchen, sonst können wir die ja nicht anpflanzen, die Erde. Und jetzt habe ich ja auch kein Eisen. Wir machen auf jeden Fall eine wunderschöne Tour heute mal. Steinhacke habe ich. Okay, bringt uns noch nichts. Eine Tour machen wir erstmal, würde ich sagen. Den nehme ich mal mit. Gut. So, den Apfel tue ich auch mal nach da üben. So und so. Dann ein paar Blöcke nehme ich noch mit. Dann machen wir ja heute mal eine wunderschöne Tour. Bruchstein nehme ich mit. So. Schön wieder nach oben. In mein Geheimversteck. Ja gut, so geheim ist es jetzt auch nicht mehr. Hallo? Was ist hier falsch? Das passt nicht. Moment, ich teste mal was. Hä? Ja, Harry. What? Was zum... Was? Warum? Hubala. Da, ich weiß jetzt, was hier passiert ist. Das war ich selber. Verdammte Axt. Ah! Verdammte Axt, das war ich selber. Ah, das gibt's nicht. Ich habe mich selber so einen blöden... Moment, geht's jetzt? Immer noch nicht. Ah, hier ist alles jetzt kaputt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ich sollte vielleicht auch die hier nehmen. Müssen wir mal kurz die Wartungsarbeit machen. Ah, das war ich, weil ich zeige euch gleich... Ah, jetzt habe ich das hier schon kaputt gemacht. Ach, Mann. Ah, jetzt dachte ich zuerst, ich wurde getrollt, aber ich habe mich selber getrollt. Ich Vollidiot. Wo haben wir einen Redstone hier? Das gibt's doch nicht. Hier ist der Fehler. Ich zeig's euch dann mal, was für ein Fehler ich... Ah, das gibt's nicht. Weil ich hab... hier. Hier ist der Fehler. Ja, das gibt es nicht. Da habe ich mich jetzt selber ins eigene Fleisch geschnitten, sozusagen. Ah, da habe ich mich jetzt selber reingekattet. Fängt ja schon wieder gut an. Zweite Folge und gleich hier mache ich so einen groben Schnitzer. Ah. Vor allem gesagt, gestern habe ich diesen groben Schnitzer gemacht. Ihr seht ja, hier ist überall dasselbe Block. Das zeige ich gleich. Ärgerlich. So. Gut, jetzt sollte es theoretisch mal sehen. Es geht aber nicht bis hier hin. Ja. Jetzt funktioniert die ganze Maschinerie hier wieder. Mal ein bisschen ausleuchten. Das lasse ich mal so offen. Ah, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich zeige es euch gleich. Ach Gottes Willen, war das dumm oder ist das dumm? Ah, ich könnte mich selber dazu ärgern. Einfach nur ärgern, ganz ehrlich. Einfach nur selber ärgern von meiner Dummheit. Das ist wirklich fürchterlich. So, Knöppes. Ah, das ist hier
Ja, und hier ist auch... Ja, da ist meine eigene Dummheit. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht drauf geschaut. Ja. Und... Wupp, da ist es wieder zu. Knopf habe ich jetzt hier wieder. Ah, da habe ich echt einen dummen Fehler. Oh, wir werden angegriffen. Oh Gott! Vorsichtig. Kümmern wir uns mal schnell um das Skelett hier. Das ist gefährlicher. Oder so. Ja gut, das Loch. Naja, gratis Ressourcen. Ah, ich habe dann nämlich einen Fehler gemacht. Das ist hier dumm. Deswegen mache ich... Na, ich lasse mal Nacht. Das ist hier dumm. Ich laufe mal ums Eck herum. Weil ich habe nämlich was gebaut, also im Kreativmodus. Das heißt dann, na, ich nutze den Kreativmodus schon, aber um so fundamentale Sachen zu bauen. Nur, sozusagen. Na, also nicht um jetzt hier mich selber zu bereichern, sondern das ist was für die Stadt, sozusagen. Und das mache ich auch nicht bei vielen Sachen, das mache ich hier nur bei ein paar Sachen. Ah, da liegen auch nochmal XP rum. Und da habe ich echt einen dummen Fehler gemacht. Ah, ein Enderman. Ihr seht es vermutlich schon. Und... Komm her! Ah, nein! Oh, oh! Oh, oh! Ihr seht schon. Hi, na? Also das soll hier sozusagen der Stadteingang werden. Das meine ich halt hier. Das ist, na, einfach nur der Eingang. Mehr baue ich jetzt hier auch nicht von der Stadt mit Creative. Na, ist ein schöner Eingang. Hier kommen vielleicht ein paar Läden oder sowas hin. Oder geht es links und rechts mal weiter. Das wird, ist ja auch noch nicht ganz fertig. Dann hier geht's hoch. Hier habe ich dann überall schöne Sachen gemacht. Ja, dann geht's hier nach oben. Na, du. Ha, und dann hat man hier das da. Wie gesagt, das hier mal noch ganz fertig. Und dann ist das hier auch mal schön, würde ich mal sagen. Und hier habe ich den Fehler gemacht. Ihr seht, ich habe hier mal mit Word Edit etwas rumgespielt. Und ich voll Idiot. Na, da habe ich ja meine Behausung da unten. Und ich habe das einfach hier... Ah. Habe ich mich selber zerschossen hier, mein Zeug? Naja, egal. Das muss ich mich dann selber ausbaden. Wir gehen in dieser Folge jetzt mal trotzdem weiter in diese Mine da. Gut. Oder mehr oder weniger. Gut, das fixe ich, wie gesagt, dann in der nächsten Folge. Ah ja, ach Gott, mein Stuhl, der quietscht. Den müsste ich mal ölen. Gehen wir jetzt direkt in die Höhle oder... normalerweise... Oh, das könnte ich hier auch langsam mal abernten und noch mal besser anpflanzen. Beziehungsweise abernten kann ich es auf jeden Fall mal, weil das ist schon gut hoch. Ja, so ein Fehler kann mal passieren, aber ja, wie gesagt. Na, also sowas sage ich okay, ne? Aber so will ich im Großen und Ganzen alles normal erfahren, so wie hier jetzt das Zuckerrohr. Weil ich es halt einfach spannender finde, ne? Und wenn man sich alles so mit Creative baut, dann sagt man halt, oh ja, na, habe ich halt gebaut. Alter, wie viel vor allem. Das ist so wunderschön. Na, ich hätte mich ja auch jetzt hier theoretisch eine vollautomatische Zuckerrohrmaschinerie bauen können, aber sage ich ganz ehrlich, nee. So. Gut. Ja, mich interessiert trotzdem mal hier die Höhle. Gehen hier einfach mal rein. Fackel. Duster. Okay. Pilze. Pilze nehme ich auf jeden Fall mal mit. Flup, flup, flup. Schau mir erstmal kurz den hinteren Teil ab. Der Flattermaus. Hier ein bisschen Eisen. Ja, gut. Was überaus Wertvolles werden wir wahrscheinlich nicht finden. Ja, da ist schon kaputt. Aber ein bisschen Eisen können wir ja mitnehmen mal. Das war kein Eisen, das war Gold.
Alter, ich bin echt, ich dachte gerade so, das schaut komisch aus, das heißt, okay, hier gibt's auch Gold. Ja, gut, Nein. Sitz, bleib da üben. Wir wollen ja die Mine erkunden. Gehe ich mal in die Mine. Blub. Müssen wir hier lang. Leuchte hier gleich mal ein bisschen aus. Jetzt auch schon wieder runter. Also, das ist wirklich schön. Mine direkt nebenan. Ganz zufällig. Da geht's wieder raus. Da geht's auch wieder raus. Okay, ich glaube, das hier ist ein toter Gang. Okay. Unspektakulär. Hier, nächster Gang. Auch toter Gang. Okay. Unspektakulär. Oh, hier. Hier sind Schienen. Also wir müssen auch mal hier oben, weil hier oben habe ich, wie gesagt, haben noch nichts. Hier. Zombies höre ich schon mal. Schienen sind schon mal gut. Hier, da ist der Zombie. Na ja, Junge, au! Ui, du hast ja eine Rüstung an! Hey, Junge, bleib weg, kusch! Lecker, Zombiefleisch. Tue ich gleich mal weg. Nicht, dass ich es hier auf Versehen mal esse. Easy. Ein Krepper! Hey, du! Nein! Auch ein toter Gang. Was ist denn hier los? Was ist denn das hier für eine Mine? toter Gang. Was ist sowas? Hier ist auch wieder. Na, hier schaut es doch eventuell besser aus. Eventuell aber nur. Oh ja, nee. Komische Mine. Was haben wir hier? Ist wieder ein Krepper. Alter, was ist das hier für eine Mine? Hier ist ja gar nichts drin. Hier sind wir wieder außen. Jetzt gehe ich mal den anderen. Nein. Hallo? Hier. Jetzt gehe ich mal den anderen Gang. Das kann doch nicht sein. Das ist so viel tote Hose hier. Das war der lustige Gang. Okay, der war wieder eine Niete. Okay, merken wir uns. Niete. Da hinten kamen wir. Und jetzt hier hin. Auch nur ins Freie. Nee, hier war das, wo wir kamen. Ja, hier ist nix. Doll. Ja, hier. Hä? Nee, hier bin ich durch. Okay, dann hier so rum. Hier dann vorbei, ja, so war das. Hä? Hier ist ja echt nichts los. Ja, hier sind wir runter. Okay, passt. Da war ich nur verwirrt. Dann gehen wir mal hier lang. Ja, hier war das Gold, okay. Nee, ich glaube... Wow, ist das eine Kackmine? Das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Kriegen wir erstmal hier ein paar Fäden, aber das hier ist gut. Spinnenspawner. Aber ja, besser wäre ein Zombie-Spawner. Ich entschärfe den einfach mal. Ich tue den... Ah, jetzt kann ich den nicht entschärfen. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich den entschärfen kann? Nee, ja gut. Mai, dann später. Mai, dann später. Okay. Spinnensporner haben wir hier. Aber ansonsten ist hier wirklich tote Hose. Ich glaube, das ist echt halt zur Hälfte oben gespawnt einfach. Und ausgerechnet die Hälfte, wo der gute Loot ist, ist nix hier. Toll. Kann ich hier nochmal schauen? Toll, haben wir schon wieder ein Glück. Den Pilz will ich nicht essen. Geht nochmal einen Gang runter. Ja.
Also irgendwie... Ja, ach komm, Junge. Wir haben wirklich ein Glück. Das Glück verfolgt mich wirklich von Game zu Game. Das gibt's doch nicht hier. Es wird schon wieder dunkel und hier ist alles... Also ganz ehrlich, also die Mine war ein Flop. Wir haben zwar einen Spawner, aber ganz ehrlich hier. Das war der große Raum. Hier ist ja gar nichts. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Toll. Nee. Blöd. Okay. Toll. Gut, ja. Hat sich echt nicht gelohnt. Dann machen wir mal hier die grobe Erde. Haben wir hier. Machen wir hier eine little Baumfarm. Die brauchen ja normalerweise kein Wasser. Die wachsen ja von alleine. Oder? Ja, war doch so. Machen wir hier. Ja, machen wir die hier direkt hin. Ja, machen wir die einfach hier hin. 1, 2, lassen wir mal Platz. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Sollte erreichen. Weg damit mit das dürre Zeug hier. Na, dich wollte ich nicht. Nein! Alter, Junge. Sowas. So. 2, 1, 2. Dann sollte das hier schon werden. Oh, hier sind die Stöcke. Hier bekommt Stöcke raus. Interessant. Ah, blub, 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 blub. Blub. Gut, dann kann ich schon mal hier ein paar einpflanzen. Die sollten ja auch in der Wüste was werden. Ah, yeah, der schöne Mond. Ich sollte mir vielleicht auch ein bisschen Eisen holen. Also, na? Den eigenen Eisenanteil hier mal. Ankurbeln. Ja, das kann man sehen. Die haben jetzt noch 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, genau. Schön. Das hier ist dynamisch. Das Licht ist echt schön. Die Pilze tue ich mal weg. 1, 2. Hier hin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Das sollte ja auch ohne was eher wachsen. 1, 2. Dann wupp. Wupp, wupp, wupp. So, dann müssen wir nicht mehr ganz so weit gehen. Haben hier schon eine eigene Holzfarm. Gut, dann Zuckerrohr. Könnte man theoretisch jetzt nochmal sagen, wir bauen noch mehr an. Theoretisch. Obwohl, das wächst halt eh schon wie Sau und wir haben ja da schon viel Zuckerrohr. Da vielleicht noch ein, zwei hin, wo man gut hinkommt, aber ansonsten das reicht im Prinzip schon. Ich muss ja unbedingt auch um meine ein, zwei Ressourcen wiederholen, die ich letztens gefarmt habe. Die sind aber in einer anderen Kiste. Kiste, 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 Kiste. Knopf, 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 Knopf. Und abbauen. Das, darum kümmere ich mich echt noch weiter. Das kann man ja nicht so hier... So, lassen hier. 2 Gold gefunden, oder? Was ist das? Ja. Eieieiei. Okay, die Höhentour hat sich jetzt nicht so gelohnt. Gut, dann, man könnte ja gleich mal sagen. Na, wupp. 63 Papier gleich mal gemacht. Schön. Wupp, 64 Papier und ein bisschen. Das Papier tue ich mal als wertvoller einstufen, tue ich mal hier hin. Dann das Gold packe ich gleich mal hier rein in den Ofen. Dann habe ich irgendwo Blöcke. Blub, 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 blub. Dann Pfeil tue ich mal hier rein. Ne, das waren die Fäden. Pfeil, einen Bogen könnte ich mir auch mal machen. Hopp, hier rein. Dann das da, das da. Das Zuckerrohr tue ich mal da hinten rein. Die Ender Pearl tue ich mal hier hin. Okay, okay, da tue ich die Fäden auch mal hier. So, das Zuckerrohr, das da, das da, das da, das da, das da, das da. Gut, so kann man damit arbeiten, denke ich mal. Jetzt hole ich noch schnell meine Sache hier. Jetzt muss ich hier mal
schauen, dass ich nicht runterfall. Das ist wirklich cool hier. Also hier baue ich mich wirklich ein. Ah, da unten hat der Henry schon ausgeleuchtet. Autsch. So. Autsch. Vorsichtig, das ist saugefährlich hier. Vorsichtig, vorsichtig. Gut. Henry. Da hatte ich auch schon ein, zwei Bäume gepflanzt. Etwas zu nah beieinander, aber egal. Oh Gottes Willen! Jetzt habe ich Steuerung gedrückt. Ah Mann, ich bin von anderen Spielen gewöhnt, dass ich Steuerung drücke. Und zum Kriechen und so und ein Schiff zum Rennen. Gottes Willen, das wird mich noch einmal das Leben kosten. Ah, wo ist jetzt hier? Ja, ich glaube, das haben wir ja alles zusammengeprakelt. Gut. Wir haben auch schon Diamanten alles gefunden. Ich nehme mich auf jeden Fall mal von unserer Gemeinschaftskiste hier. Nein. Weil die Kiste ist hier für, für das alles hier. Nehme ich mich mal das und das. Darin den Rest brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Nehme ich jetzt hier vielleicht noch 1, 2 Diamanten vielleicht für ein Diamantschwert. Das wäre vielleicht schön. Aber den Rest, was wir hier schon gefarmt haben letztens, lasse ich mal da. Weil das ist ja für hier sozusagen. Alles, da sind seine Sachen drin. Nee. Gold, Eisen. Okay, Kohle. Ja, mehr brauche ich nicht. Die, wie gesagt, Gemeinschaftskasse lassen wir jetzt mal da. Gut, dann mache ich hier gleich mal wieder //. Home? Ups. // vor allem. Home. Wupp. Sind wir da. Dann können wir uns vielleicht mal hier noch schön was machen. 1, 2, 4 vielleicht hier. 1, 2 mal Spitzhacke wäre vielleicht nicht schlecht. Dann haben wir hier gleich eine. Dann brauchen wir die Steine hier nicht mehr benutzen. Tue ich trotzdem mal hier rein. 1, 2 Spitzhacken und vielleicht noch eine Axt wäre vielleicht ganz schön. Ach, nehmen sie einfach alle mit, Junge. Nehmen vielleicht alle mit. Dann wupp. Ja gut, eine Axt aus Stöcken. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Axt aus Stöcken, dann wupp. Gut, dann sind wir da schon mal schön viel Metall. Die zwei Diamanten tue ich mal hier rein. Genauso wie das Gold tue ich mal hier rein, tue ich mal dahin. Dann ein paar Fackeln. Wupp. 64, die 21 tue ich mal hier rein. Sind wir da mal besser ausgerüstet für die nächsten Folgen. Da habe ich noch ein bisschen Kohle. Tue ich auch mal in die wichtigeren Ressourcen. Gut. Und ja, ich denke mal, das war es dann soweit von dieser wunderschönen Folge Minecraft. Den Fehler da draußen behebe ich noch. Also, ja gut. Das, wie gesagt, das war dann mein Fehler. Da habe ich dann irgendeinen Befehl eingegeben, der nicht so knorke war. Aber naja. Ich bedanke mich dann nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.